Hallo zusammen und willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Kleines Update, wie es so aussieht. Ich brauche ganz dringend Wasser. Ich habe das hier oben angeschlossen, diesen Dampfschlot, und auch ein kleines Radiatorrohr, falls es irgendwann zu heiß wird und man das Gebiet hier kühlen muss, damit es kondensiert. Und ich würde halt das Wasser gerne kühlen. Das hat 60 Grad und das will ich so nicht in die Base holen. Und jetzt bin ich hier gerade am Buddeln. Und hier oben ist auch so ein Anti-Entropie-Dings. Um das kalt zu halten. Ich glaube, das mache ich nicht. Also noch, es dauert zu lange. Ich brauche das Wasser wirklich ganz, ganz dringend. Und ja, Sauerstoff kommt jetzt hier relativ. Wo ist es denn? Relativ langsam an. Hier. Und da würde ich überlegen, ob man das hier nicht noch verbessern kann. Dass der Filter nur wirklich dann filtert, wenn auch. Wenn es was zu filtern gibt. Dafür haben wir ja so ein paar Sensoren und ja, Moment, ich will mal ganz kurz überlegen. Den müssen wir schon direkt hier hinsetzen. Na, Gasleitung. Und mal sehen, Gaselementsensor. Nee, ich glaube, das ist direkt bei der Lüftung, ne? Rohrgasdetektor. Oh, das hätte man auch aufs Rohr. Ah, verdammt, das macht man einfach nur drüber. Okay. So, und dann halt sowas und Automatisierung. Einfach den Filter ausmachen. So, und das ist natürlich blöd, ne? Also eigentlich nur, wenn Sauerstoff, dann aus. Also das heißt, ich brauche ein Notgate. Machen wir das mal so. Naja, okay, ist schon auf Priorität 8. Und jetzt fließt es natürlich hin und her. Ne? Das, ich hoffe, dass das, solange da Sauerstoff drin ist, ist halt an, aus und dann wird der Filter deaktiviert und dann hoffentlich fließt es so direkt dann vorbei. Wenn nicht, muss man den vielleicht einen weiter rechts setzen. Sauerstoff. So, aber das ist schon blöd, ne? Also der fließt halt hier immer wieder zurück. Was halt keinen Sinn macht irgendwie, weil das ist ja ein Ausgang. Ach, das ist ein Ausgang? Nee, Moment, das ist doch ein. Ach, das ist ein Eingang natürlich. Deswegen fließt er von diesem Ausgang zu diesem Eingang. Nee, so funktioniert es immer noch nicht. Weil immer noch eine Teilung ist. Es funktioniert so, dass es rausfiltert schon. Also vielleicht können wir uns den Filter sogar komplett sparen. Aber das muss hier an der Stelle noch anders. Wahrscheinlich muss einfach das hier die Brücke sein. Also hier so. Ja. Vielleicht kann der Sensor noch ein Stückchen weiter nach vorne. So funktioniert's. Genau so habe ich mir das gedacht. Und ich kann jetzt tatsächlich den Filter, den kann ich mir sparen. Mal gucken, wo wieder was kommt. Hier ist einmal Schmutz. Hier kommt's. Ja, perfekt. Und da wird's rausgefiltert. Prima.
Und es ist halt billiger sogar vom Strom her. Nicht von den Materialien natürlich, aber ich meine so ein bisschen Eisen und so weiter. Und die Dinger, die verbrauchen halt nicht so viel Strom wie dieses Teil hier. Das könnte ich für die andere Leitung natürlich auch schon machen. Andererseits, da pumpe ich glaube ich alles rein, was geht. Oder das ist mir das relativ schnuppe, wenn da mal so ein bisschen Wasserstoff dabei ist. Okay. Gut, gut, gut. Dann bauen wir hier ein bisschen was weg. Okay, als nächstes gucke ich mal nach der Stromleitung. Die müsste jetzt schon... Nee, ist immer noch nicht fertiggestellt. Hier fehlen noch ein paar Teile. Eisenerz haben wir noch. Dauert also nur ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was hier irgendwie eine höhere Priorität haben könnte. Eigentlich nichts. Also das hier ist ja nur 7. Also, yeah. Los. Baut. Und dann fangen wir einfach mal an, hier das Wasser reinzupumpen. Ich nehme erstmal isolierte Hochhausmagmatit, wie immer. Ja doch. Gehen wir hier lang. Dann Radiatorrohr. Oh, da brauchen wir... ist ja auch blöd. Wolframit, thermisch reaktiv, das ist super. Ob das hier ausreicht, weiß ich natürlich nicht. Dann wieder isoliertes Rohr zurück. Eigentlich wollte ich unten lang zurück. Jetzt muss ich hier durch. Aber ist egal. So. Hier runter. Und erstmal da unten, also schon in unser, warte mal hier lang. Oh, hier ist schon voll. Wo haben wir denn? Ach, das ist schon blöd so. So. Ja, das würde funktionieren. So, Strom ist aber immer noch nicht komplett. Also es dauert wieder eine Weile, bis das gebaut ist, aber es ist, glaube ich, noch rechtzeitig, oder? Wie viel Wasser haben wir denn noch? Ja, ist okay, das wird wirklich super knapp. Und ich brauche ja das Wasser nicht nur für den Sauerstoff, sondern ich wollte ja auch Dornbeeren wieder anbauen. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Weiß auch noch nicht genau, wohin damit und ob ich das wieder so in so einer Pyramidenform baue? Wahrscheinlich schon. Obwohl ich dadurch natürlich mehr Platz... Also... lieber weniger Platz dafür ein bisschen Strom ausgeben oder so. Oh, das ist nicht gut. Jetzt gerade so zurückgeschafft. Warum er von da Magmatit holt, weiß ich nicht. Aber naja. Ist schon okay. Ist wahrscheinlich die nächste Position. So. Das hier sieht auch gut aus. Da könnte ich schon mal die Gasleitung, wie hatte ich mir das gedacht, hier raus. So. Den Ausgang hatte ich aus Versehen hier gelassen. Jetzt ist hier so ein bisschen Erdgas drin. Und hier müssen wir uns anschließen. Und dann wird wieder fleißig gepumpt, hoffe ich.
Und hier rennen sie auch alle hin, ne, und bauen sofort. Ja. Und hier oben, da dauert das so lange. Weiß ich nicht, ist denen das zu weit weg? Gut, vielleicht habe ich gesagt, dass bestimmte Leute das nicht dürfen. Da machen wir jetzt einfach mal eine Ausnahme. Und hier fehlt Sauerstoff. Achso, okay, dieses Hackeln, was gerade zu sehen. Ich habe mich gerade gewundert, ne, warum hier das immer stockt. Das ist, wenn die hier oben Gasleitung bauen. So, stimmt hier was nicht? Das sieht nicht so. Achso, doch, ist Wasserstoff. Okay, hier kommt Erdgas. Okay. Gerade gewundert, was alles. Ach, und er kriegt das hier nicht. Hm. Ist hier alles so voll? Ja, stimmt. Müssen wir ein bisschen was, einfach ein bisschen was wegbuddeln. Aber es ist gerade Feierabend, okay. Ich habe hier ein bisschen was freigebuddelt, ne? Dann geht's schneller. Dann müssen die das nicht von so weit holen. Hätte ich viel eher machen sollen. So, wir brauchen nur noch ein bisschen Strom. Ich weiß gar nicht, warum das nicht gemacht wird. Da ist. Nee, Moment. Stromkabel, wenn ich so sage, hier. War ich gerade auf C oder? So. Alles weg. Stromkabel neu gebaut, Eisenerz. So, jetzt aber. Das ist so wichtig, warum macht das keiner? Aus irgendeinem anderen Material. Vielleicht liegt es am Eisenerz. Gold. So. Jo, ist gebaut worden. Pumpe pumpt. Pumpe pumpt. Wie warm ist es? -40 Grad immer noch. So, mit 60 geht's rein, 40 kommt's raus. Hier fängt es schon an zu schmelzen. -37 Grad, ja, ist noch ein bisschen zu warm, da muss ich weiter bauen.
viel Wolfram haben wir denn? 250 Gramm. Kilogramm. 50 pro. Das heißt, wir haben 1,50, 100, 150. Und wieso? Das wird schon echt ziemlich heiß. Die werden damit nicht alleine klarkommen, glaube ich. Also es wäre schon ganz gut, das hier anzuschließen, um den Bereich zu kühlen. Naja, erstmal kriegen wir wieder ein bisschen Wasser und da ist mir auch egal, wie warm das ist. Hauptsache, es kommt hier bald rausgetropft. Da. 35 Grad. Wie viel kommt es hier an? 42. Also es ist auf jeden Fall zu warm. Da muss ich noch was machen. Und ja, als nächstes muss ich dann zum Erdöl. Strom sieht jetzt eigentlich ganz gut aus und solange wir ein bisschen Wasser haben. Wir könnten natürlich auch das warme Wasser direkt hier rüber pumpen. Das ist schon unser Hauptwasserverbrauch. Aber das ist halt echt blöd angelegt. Das ist so von einer Seite zur anderen. Wir können natürlich den Sauerstoff auch hier produzieren. Tja, naja, das war das erste Eisbiom, was ich gefunden habe. Deswegen ist das hier. Aber das ist auch mit dem ist auch schön. Also eigentlich ist es schon gut. Wir müssen irgendwo anders das Wasser herbekommen. Naja, bleibt erstmal dabei. Oh, ich kenne schon den Weltall. Den Weltall. Das Weltall sehen. Den Weltraum. Cool. Tja, dann bis zum nächsten Mal.